Günther Jauch ist voll schwachsinnig. Helmut Kohl, ja. Also, ich habe keine Ahnung. Empfangt ihr so den Präsidenten vom FC Bayern? Sie sind also wirklich der Präsident von die Bayern? Der war ich mal, aber das war in einem anderen Leben. Er hat alles verloren. In diesem Land wird nie wieder ein Jude in Friede leben können. Aber nie aufgegeben. Es wird schon gut gehen. Was seit du da bist, hast du doch in den paar Tagen mehr erreicht, als wir alle in dem ganzen Jahr zusammen. Du machst einen Fehler. Deine Zeit ist vorbei. Landauer. Unser Filmmittwoch im Ersten. Anderes Thema. Erstmal herzlich willkommen Cécile Lecomte, werde gleich noch was dazu sagen, Bernd Drücke, Volker Maria Hügel und Michael Sturm. Genau. Kann ich einen Schluck Wasser bekommen? Kann jemand aus der Technik mal einen Schluck Wasser besorgen? Wir hätten Wasser. Das ist leer. Ja, ich. Also, das ist der Anfang. Ja. Möchte sie auch? Ja, klar. Wenn man so gefragt wird, gerne. Bitte schön. Alles sehr toll. Wir haben uns kurzfristig umentschieden, zum Thema geschlossene Gesellschaft miteinander hier ins Gespräch zu kommen. Ich habe kurz schon was zu unseren Gästen gesagt, die heute da sind. Cécile Lecomte ist bekannt vielen Menschen als Aktivistin gegen Atommüll, Uranmülltransporte, Castortransporte, auch gegen viele andere Sachen. Sie wird es gleich uns auch noch erzählen. Michael Sturm, Historiker, und er sitzt in der Villa ten Hompel, wenn er überhaupt mal zum Sitzen kommt, weil eigentlich gehört er ja zum mobilen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, kurz Mobbim genannt. Volker Maria Hügel, ich denke, allen bekannt als Gründer, Mitgründer der GGUA, Gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender. Er ist im Vorstand von Pro Asyl und in der Härtefallkommission und verschiedene andere Dinge, das wird er uns sicherlich auch gleich noch erzählen. Und Bernd Drücke, er ist Soziologe und Redakteur der Graswurzel, nicht Chefredakteur, habe ich heute noch mal gelesen, sowas gibt es da nicht bei der Graswurzel, auch dazu gleich noch mehr, vielleicht bei der Skulpturenausstellung 2007 hast du dafür gesorgt, gemeinsam mit Silke Wagner, dass die Paul-Wulff-Skulptur da stehen würde. Also was heißt geschlossene Gesellschaft? Wir greifen dann nochmal zurück auf Jean-Paul Sartre und sein Stück Geschlossene Gesellschaft. Es gibt keinen Notausgang. Wir kommen da nicht raus. Jeder und jede gehört in diese geschlossene Gesellschaft hinein, die davon profitieren, ebenso wie diejenigen, die als abschreckendes Beispiel gelten, die Flüchtlinge, die Arbeitslosen, die Beschädigten insgesamt und dazwischen die, die versuchen irgendwie ihr kleines Glück zu bewahren, durch Wegschauen, durch Mitmachen, durch Funktionieren. Ich erinnere mich da an Brecht, denn dieses wunderbare Gedicht an die Nachgeborenen, wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Das ist geschlossene Gesellschaft. Und ich möchte gerne meine vier Gäste, die wir heute eingeladen haben, fragen,
mit Blick auf diese geschlossene Gesellschaft, aus der es eben keinen Notausgang gibt und in der wir uns alle befinden, an den unterschiedlichen Ecken und Enden und unterschiedlich aktiv sind. Zwei Pole, sag ich mal. 1949 haben wir etwas Bemerkenswertes nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Währungsreform, als die deutsche Gesellschaft nochmal neu beginnen soll. Da gibt es ein Grundgesetz, am 23. Mai 1949 wird das also, soll das Realität werden, wird es dann auch eine Möglichkeit oder zumindest Aspekte dieses Grundgesetzes geben, die Chance, eine andere Gesellschaft zu konstruieren. Nicht nur eine andere Gesellschaft als die faschistische, die gerade überwunden ist, sondern überhaupt eine andere Gesellschaft. Vielleicht auch eine andere als die kapitalistische Gesellschaft, wenn man sich das Grundgesetz mal anguckt. Gegenentwurf dazu in einem Satz von Margaret Thatcher, there is no such thing as society. Also der krasse Beginn des ungehemmten Neoliberalismus in Europa. Zwischen diesen beiden Polen möchte ich euch jetzt befragen. Vier unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen, an unterschiedlichen Ecken aktiv. Welche Erfahrungen in eurer Arbeit macht ihr in diesem Spannungsfeld? Und ich möchte als Ersten Volker Maria Hügel fragen von der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender. Das ist ein Bereich, der ja ganz, ganz wichtig ist. Flüchtlinge, Schutz von Flüchtlingen auf der einen Seite. Wir kriegen das mit, da wird jetzt groß gerufen, weil wir viele Flüchtlingsströme haben. Da soll es auch eine gewisse humanitäre Entwicklung geben. Auf der anderen Seite kennen wir auch unsere Gesetze und wissen auch von einigen, was in unserer Gesellschaft dem entgegensteht. Volker Maria Hügel, bitte. Im Prinzip könnte ich jetzt die nächsten anderthalb Stunden kurz mal referieren, genau, das machst wo jetzt die mal nicht. Schwierigkeiten liegen. Auf der einen Seite haben wir die Situation, dass es eben nicht möglich ist, zur deutschen Botschaft zu gehen und zu sagen, ich habe in meinem Land erhebliche Probleme, bitte gebt mir ein Visum, dass ich einreisen kann. Es gibt kein Visum für Flüchtlingsschutz. Das muss man als Erstes mal sagen. Das heißt, es gibt auch keinen sicheren Zugang nach Europa. Deutschland ist Teil von Europa, ist Teil der EU und dadurch, dass Deutschland Nettozahler ist, hat er natürlich auch eine Menge zu sagen als Land. Und vor dem Hintergrund ist völlig klar, damit hat Deutschland auch die Verantwortung für die mehr als 20.000 Toten im Mittelmeer, die dadurch sterben, dass sie versuchen, in die EU zu kommen, um eine Lebensperspektive, welcher Art auch immer, haben zu können. Und die EU tut alles dafür, dass sowohl die afrikanischen Anrainerstaaten am Mittelmeer dafür sorgen, dass möglichst wenig Flüchtlinge überkommen. Diejenigen, die sich etwas näher vielleicht auskennen, wissen, dass es Mare Nostrum gab. Das war ganz kurzzeitig von im Wesentlichen den italienischen Behörden und auch vom italienischen Staat finanzierte Form der Seenotrettung, dass, wenn man wusste, da sind Flüchtlingsschiffe, ist man hingefahren und hat einen Großteil von ihnen gerettet. Jetzt war die Summe der Flüchtlinge, die gerettet worden sind, bei ca. 100.000. Und dann hat Italien gesagt, tut uns leid, mehr Kraft haben wir nicht. Und dann hat die EU gesagt, das ist euer Problem. Eines der zentralen Punkte ist also, wie finde ich Schutz, wenn ich ihn benötige? Ich kriege kein Visum und habe nur einen gefahrvollen Weg. Wenn man sich die Landkarten anschaut, sieht man auch, nicht nur das Mittelmeer ist ein Massengrab, mittlerweile auch die Landgrenzen der EU, das Evros-Gebiet zwischen der Türkei und Griechenland ist schwerst befestigt. Man hat so den Eindruck, die innerdeutsche Mauer haben wir überwunden und diese Mauer bauen wir jetzt rings um Europa auf. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt innerhalb Europas. Wir haben keine faire Verteilung. Was heißt das schon? Wir haben immer gesagt, es muss wichtig sein, dass Flüchtlinge sagen können, ich möchte nach Deutschland, ich möchte nach Frankreich, ich habe dort einen Anknüpfungspunkt, weil ich vielleicht sogar die Sprache spreche. Wenn ich von Haus aus Französisch spreche, warum muss ich dann unbedingt in Italien meinen Asylantrag stellen? Das ist ein Integrationsdefizit von enormem Ausmaß.
Also es gibt nicht dieses vernünftige, ich kann als Flüchtling sagen, ich möchte in das Land A, das gibt es nicht, sondern es gibt die Regelung, das Land, das die Einreise nicht verhindert hat, also du hast deine Grenze nicht ordentlich geschützt, das Land ist zuständig. Das nennt man dann Dublin-Verordnung und das ist dann so. Das heißt, wir haben einen großen Verschiebebahnhof und jedes Jahr versucht Deutschland, im letzten Jahr war es eine Größenordnung von 35.000 Asylantragstellerinnen und Antragsteller, die man auf diesem Weg versucht hat loszuwerden. Hat nicht wirklich geklappt, es gab nur 4.000 Überstellungen. Also auch noch ein unsinniges System, was nicht effektiv ist. Aber in erster Linie heißt es, Flüchtlinge haben nicht das Recht zu sagen, dort möchte ich hin. Vor dem Hintergrund, dass man sagt, ja im Prinzip muss es doch egal sein, ob ich in Italien, Griechenland, Spanien, Schweden oder Deutschland einen Asylantrag stelle, aber wir haben keinen vergleichbaren Standard. In Italien ist man halt obdachlos, in Ungarn sitzt man halt im Knast. In Polen muss man damit rechnen, dass man keine Leistungen bekommt. In Bulgarien und Griechenland muss man damit rechnen, dass man misshandelt wird. Das ist die europäische Ebene. Und dann, als hätten es die Macher oder Planer dieses Abends vorher gewusst, jetzt sind endlich diese Skandale in den Wohnheimen, in den Landeseinrichtungen an die Presse gelangt und an die Öffentlichkeit gelangt und wir haben die Empörung. Wie konnte das passieren? Wie kann das sein, dass Menschen in Deutschland, die Schutz suchen, menschenrechtlich verletzt werden? Wer ein System von Massenunterkünften baut, keine Standards hat, keine Beratung implantiert, krank werden darf man nur zwischen 9 und 11 Uhr, weil sonst ist keine Krankenschwester da. Wer von vornherein weiß, Flüchtlingsschutz ist uns im Prinzip egal. Jetzt rennen sie alle hin. Von der Ministerpräsidentin über den Innenminister rauf zur Bezirksvertretung. Alle sind ganz hellauf. Wie konnte das nur passieren? Das System ist krank, weil es niemals vom Flüchtling her denkt. Der Flüchtling braucht als erstes Sicherheit. Als zweites braucht er medizinischen Check-up. Dann braucht er was zu essen und was zu trinken und dann eine gute Beratung. Und dann muss man gucken, was weiter passiert. Der braucht nicht dieses System von Verwahrung. Übrigens, wenn man sich die Wohnheime anschaut, ich rede jetzt nicht von Münster, sondern von den Landeseinrichtungen, und die sanitären Einrichtungen sich mal anschaut, ich glaube, wir würden alle schreien und die Nase zuhalten, würden wir rausrennen. So ein Innenminister guckt sich das nicht an. Ich bin gelegentlich durch meine Arbeit im Innenministerium und ich gehe auch gelegentlich dort zur Toilette. Da hängt da immer so ein Plan. Alle 2 Stunden hat jemand den abgezeichnet, das wird sauber gemacht. In den Landeseinrichtungen, wo natürlich Doppelbelegung ist, Schöppingen, ziemlich nah dran, ist für 300 Personen ausgelegt, da leben manchmal bis zu 800 Menschen. Natürlich nicht mehr Personal, natürlich auch nicht mehr sanitäre Einrichtungen. Was ist denn jetzt mit diesen Skandalen, die wir da gerade aus Burbach und so weiter gehört haben? Da ist ja jetzt in der Tat große Aufregung gewesen, das hast du jetzt mal auch gesagt. Passiert da jetzt was? Ich warte noch drauf. Also erstens einmal frage ich mich, was machen da Sicherheitsdienste? Was müssen da schwarze Sheriffs rumlaufen? Ich brauche Leute, die in Konfliktmanagement eine Ahnung hat, wenn man viele Leute zusammenpackt. Ich brauche Leute, die interkulturelle Kompetenz haben, die Sprachkompetenz haben und die mit den zum Teil schwer traumatisierten Menschen umgehen muss. Ich brauche da nicht jemanden, der mit dem Gummiknüppel da rumrennt und sagt, ich zeige euch mal, was eine Hake ist. Das System ist krank. Es darf keine großen Unterbringungsformen geben. Und noch etwas, das habe ich noch vergessen zu sagen. Seit 2008 steigen die Zahlen, bundesweit, weltweit. Wir haben im letzten Jahr noch nie so viele Flüchtlinge gehabt, 51,3 Millionen Flüchtlinge. Und reagiert wurde ab 2013, 5 Jahre zu spät. Und dann darf ich mich nicht wundern, dass ich auf irgendwelche Provisorien zurückgreifen muss. Das eigentliche Problem ist aber, man denkt nicht vom Flüchtling her. Man geht nicht hin und sagt, was braucht der Flüchtling als erstes, sondern man guckt, wie kriege ich das irgendwie logistisch irgendwie in der Reihe. Was sagt das denn über unsere Gesellschaft aus? Also jetzt gerade mit diesen Skandalen in Burbach und den anderen Flüchtlingsunterkünften, Unterbringung. Man hat da ja Fotos gesehen, die einen wirklich an Al-Raib erinnert haben. Michael Sturm. Das hat doch was von, also jedenfalls als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, meine Güte, also das hat doch was von Faschismus, was da passiert. Das ist ja deine Aufgabe, da was zu tun.
Und wenn du sowas siehst, was machst du dann damit? Das ist ein gutes Stichwort. Vielleicht mal zu dem Ausgangssatz von Sartre zurück. Es gibt keinen Notausgang. Die Arbeitsbeschreibung der mobilen Beratung suggeriert genau das, dass es einen Notausgang gäbe, weil man sich nicht über diese Zustände unterhält. Ja, über strukturellen Rassismus, über Alltagsrassismus sozusagen, wird in dem Aufgabenfeld, wie es offiziell für uns beschrieben wird, eigentlich nicht gesprochen. Die Vorstellung ist, dass wir als mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Grunde agieren, das stand sogar mal in einem Bundesprogramm so drin, wie eine Feuerwehr. Das heißt, es passiert vor Ort ein rassistischer, ein rechtsextremer Vorfall, da gibt es Probleme an der Schule oder wo auch immer und wir kommen dahin und packen den Lösungskoffer aus und lösen gewissermaßen das Problem. Ja, aber in dieser Vorstellungswelt sind die Täterinnen und Täter oder diejenigen, die Rassismus ausüben und praktizieren, natürlich nicht staatliche oder parastaatliche Instanzen, ja, oder eben von Staats wegen beauftragte Sicherheitsdienste, sondern eben man hat so das Bild, das Klischeebild vom Neonazi an der Bushaltestelle mit der Bierflasche. Das gibt es natürlich auch und das ist in der Tat auch in vielen Regionen bis heute ein massives Problem. Ja? Den Faschismus sozusagen auf der Straße und eben die Neonazi-Banden, die eben auch, das darf man ja auch nicht vergessen, in den letzten 20 Jahren an die 180 Menschen sozusagen in der Bundesrepublik ums Leben gebracht haben. Gleichwohl wird eben deutlich, ich bin in meinem Handlungsfeld erstmal offiziell relativ beschränkt. Ja, das heißt, und da merke ich natürlich auch die Grenzen oder auch die Geschlossenheit meines Feldes. Natürlich habe ich viel zu tun mit Behörden, ja, mit Ordnungsämtern, mit Jugendämtern, mit der Polizei, mit Schulen. Aber es ist immer sozusagen der Punkt, ich komme dahin, es wird gesagt, na, wir haben da unter ein Problem, das sind die und die Jugendlichen oder das ist diese und jene Clique. Aber eben, ich merke sehr schnell, dass ich in sehr geschlossene, sehr hermetische Systeme komme, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, was verstehen wir eigentlich in unserer Einrichtung unter Demokratie oder der Frage, wie wollen wir eigentlich miteinander leben. Das heißt, ich habe manchmal das Gefühl in meiner Arbeit, ich bin gewissermaßen ein Feigenblatt, ja, für Missstände oder für strukturellen Rassismus, der überhaupt gar nicht sozusagen ernsthaft angegangen wird. Ja, Sonst hätten wir mehr Personal und hätten vielleicht aber auch nochmal eine andere Aufgabenbeschreibung. Das kommt natürlich auch dazu. Ne? Wir haben erstmal nicht die Aufgabe, eben einen breiten gesellschaftlichen Diskurs über die unterschiedlichen Formen des Alltagsrassismus oder des strukturellen Rassismus anzustoßen. Wir versuchen das natürlich in unserer Arbeit zu machen, aber es ist nicht offiziell unsere Aufgabe. Es geht sozusagen darum, die Auswüchse, die bösen Auswüchse, die letztlich eben ja auch die Bundesrepublik außenpolitisch in Verruf bringen, gewissermaßen zu kaschieren, abzufedern. Ja. Und das ist natürlich ein Moment meiner Arbeit. Es gibt natürlich ganz viele andere positive Momente, die ich schon sehen würde, aber diese Momente, die ich beschrieben habe, sind natürlich schon die mir eigentlich fast alltäglich auch die Grenzen dessen aufzeigen, was aus meiner Sicht machbar ist oder was ich leisten kann. Mhm. Volker Maria Hügel, du hast jetzt gerade sehr breit und anschaulich beschrieben, wo die Probleme liegen. In eurer Arbeit konkret vor Ort stoßt ihr dann auch an solche Grenzen oder könnt ihr da andere Dinge noch bewegen als das, was wir gerade jetzt gehört haben? Also ich glaube, ich kann direkt anknüpfen. In ganz vielen Dingen sind wir natürlich auch ein Feigenblatt. Wir sorgen mit dafür, dass es nicht die großen Aufregungen gibt, dass nicht die großen Demonstrationen stattfinden, weil es dieser Familie oder jener Familie in einer beschissenen Situation ist. Das Hauptproblem ist da, dass wir rechtliche Rahmenbedingungen haben, in denen Flüchtlinge strukturell benachteiligt, diskriminiert bis hin zu vollständig ausgegrenzt werden. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was es bedeuten würde, ich kriegte nur eine Krankenbehandlung, wenn es mich schmerzt oder wenn etwas akut ist. Wenn ich was Chronisches hätte, wäre ich außen vor. Das ist einfach eine Situation, die ich mir für mich nicht vorstellen kann, die ich mir auch für niemanden wünsche, die aber für Flüchtlinge die Realität ist. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, wir haben
dieses Verteilsystem, was natürlich auch dazu führt, dass hier aus Münster Flüchtlinge abgeschoben werden in Länder, die inhaftieren, und ich rede jetzt nicht von den Herkunftsländern, sondern von den EU-Staaten, nach Italien, wo sie obdachlos sind. Die EU sagt, das ist eine ganz kluge Formel, sagt immer, ihr dürft Flüchtlinge, die einen Status haben, nicht schlechter behandeln als die eigenen Staatsangehörigen. Ja, Italiener kriegen auch keine Sozialhilfe, also kriegt auch kein Flüchtling Sozialhilfe. Und da sagen wir, naja, das ist ja nicht so schlimm, musst du halt gucken, wie du klarkommst. Wir haben ein Defizit in der Versorgung. Ein Großteil der Flüchtlinge ist traumatisiert. Wir haben jetzt seit 1. August das Glück, eine halbe Psychotherapeutenstelle zu haben, bei uns in der GUA-Flüchtlingshilfe. Das ist nichts, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Wir brauchen natürlich händeringend Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die in der Lage sind, hier geschult mit Traumatisierten und den Therapeutinnen und Therapeuten zusammenzuarbeiten. Es fehlt an allen Ecken, und wir sehen gleichzeitig, das Regelwerk, womit ich meinen Aufenthalt bekomme, ist total eng. Über die Hälfte der Flüchtlinge in Münster lebt mit einem großen Fragezeichen, ob sie eine Lebensperspektive haben. Auf der anderen Seite wird von ihnen immer gefordert, dass sie sozusagen durch Integration wunderbar funktionieren, und dann kann man sie nützlich einsetzen. Auf der anderen Seite tun wir aber auch alles, um sie rauszuhalten. Sämtliche Arbeitsmarktförderungsinstrumente sind für Flüchtlinge, die keinen Status haben, von vornherein ausgeschlossen. Dümmer geht's nimmer. Von Anfang an kein Anspruch auf Sprachkurs, kein Anspruch auf entsprechende Förderung. Und ich muss es einfach nochmal sagen, Herr Kretschmer hat für ein Linsengericht die Roma verkauft im Bundesrat. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Serbien, Mazedonien und Bosnien sind für Roma kein sicheres Herkunftsland. Ich muss das in zwei Sätzen erklären. Das heißt überall, Roma sind nicht politisch verfolgt. Ja, das stimmt. Politische Verfolgung heißt, ich sitze hier im Schild und stehe vor dem Präsidentenpalast und sage, nieder mit dem Präsidenten. Wir sind aber seit über 10 Jahren in der EU auf einer ganz anderen Ebene. Wir reden von internationalem Schutz, und internationaler Schutz ist immer dann notwendig, wenn mich der Nationalstaat nicht schützt. Und zwar vor Ausgrenzung, vor Diskriminierung, davor nicht zur Schule gehen zu können als Kind, davor nicht Gesundheitsversorgung zu bekommen. Und in diesen Staaten kriegen diese Minderheiten diese Versorgung nicht. Das wissen alle, und sie reden nur von politischer Verfolgung. Das ist falsch. Wir reden von Schutzbedürftigkeit, und die Roma sind schutzbedürftig. Sie sind verkauft worden auf der Zukunft. Gerne, Herr Kretschmer möchte wahrscheinlich weiter Ministerpräsident bleiben. Das ist unerträglich. Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so engagiert formuliert hast. Cissy LeConte, du bist nicht so abhängig von Geldern, von Eurogeldern oder so, was hier auf dieser Seite der Fall ist. Du kümmerst dich um alle möglichen. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Wo bist du eigentlich nicht aktiv? In welchem Bereich bist du eigentlich nicht aktiv und versuchst durch deine Aktionen von dem Unrecht, was da geschieht, was zu erzählen? Wie geht es dir damit? Also hast du das Gefühl, dass du mit deinen Sachen durchkommst, oder was ist am wichtigsten für dich, dass du das durchhältst, dein Engagement zu machen? Naja, ich bin für die Politik der kleinen Schritte, für großen Träume, weil man muss halt wissen, wo man hin will. Und wenn man politisch aktiv ist, hat man nur Ausdauer, wenn man daran glaubt, wofür man kämpft oder wogegen, je nachdem, ob man die Flasche halb leer oder halb voll sieht. Also ich kämpfe, wenn ich gegen was bin, bin ich auch für etwas. Und ich denke, dass alle möglichen politischen Themen verknüpft sind, und dass man das so zusammenfassen kann, dass wir fürs Leben kämpfen und für unsere Lebensgrundlage. Also ich bin überwiegend in der Umweltbewegung aktiv, aber Umwelt heißt auch Flüchtlingspolitik, wenn wir zum Beispiel zurück auf das Thema kommen wollen würden. Ich bin zwar nicht überwiegend in dem Thema, also feststellbar, vielleicht hänge ich mal ein Banner über der Demo-Strecke, wenn Lampedusa-Demo in Hamburg stattfindet oder so. Aber, und das wird sehr wohl wahrgenommen, das ist die Möglichkeit, eine Botschaft zu vermitteln und ein bisschen einen Hingucker, damit man über das Thema redet. Das finde ich auch wichtig. Aber im Hintergrund steckt zum Beispiel, was sind Fluchtgründe? Wir haben nur einen Planeten. Wir haben eben keine Ausgang, wir haben keine zwei Planeten, wir werden nicht auf dem Mars und sonst wohin gehen, das ist alles Hirnspinnerei. Und wenn wir nur einen Planet haben, die Erdressourcen sind begrenzt,
Es gibt Kriege und Ressourcen, die noch weit weg sind, aber die kommen immer näher von uns. Und die Menschen, die betroffen sind von diesen Kriegen und Ressourcen, naja, kein Wunder, dass sie hierher kommen. Also da sind die Fluchtgründe, die auch zu ergründen sind. Und sie auch zu begreifen sind und auch zu bekämpfen sind. Und deswegen ist der Kampf gegen Klimawandel, für eine bessere Umwelt, gegen Atomkraft und so weiter, gehört einfach zu dieser Politik für mich. Und deswegen bin ich da extrem aktiv. Ich sage immer, ich bin für Schrumpftum statt Wachstum. Das kommt vom französischen Décroissance. Croissance ist Wachstum. D ist das Präfix, was negativ ist, also Schrumpfen. Das Gegenteil von Wachsen ist doch Schrumpfen. Daher ein Nominativ wiederum gebildet, Schrumpftum, das ist eine Wortschöpfung, die besagt, die Erdressourcen sind begrenzt, wenn wir keine Kriege darum, müssen wir freiwillig schrumpfen. Und zwar gemeinsam, solidarisch und bekloppten Talkshows zum Beispiel, wenn man das unbedingt schauen will, dann vielleicht zu 15 vor dem Fernseher, statt allein jeder vor seinem Fernsehen. Das fängt da an, wenn man Ressourcen schrumpft. Genau, das ist auch wichtig und dann kommt man vielleicht auch nicht auf so viel Psychogramm, wenn man nicht mit so vielen, mit mehr Leuten zusammen vor dem Fernseher sitzt. Also deine Aktionen, ich denke, die sind dem Publikum im Großen und Ganzen bekannt. Du kettest dich an, in Bäumen hängst du oder auch mal auf einer Strecke, auf einer Bahnstrecke, um ja, zu zeigen, hier geht es jetzt nicht weiter, schrumpfen oder verlangsamen oder sowas. Ich bin der Meinung, dass politischer Protest darin besteht, Menschen zum Nachdenken zu bringen, ein bisschen aufzustoßen, damit sie überhaupt nachdenken, also ein bisschen zu stören und auch dem Gegner Probleme zu bereiten. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, welche Aktionsform man wählt. Ja, hier in Münster bin ich ein bisschen dafür bekannt, dass so immer komische Züge, die da so Uranhexafluorid und Co. so transportieren, ein paar Stunden stehen bleiben. Habe ich so mal fünfmal schon an der Bahnstrecke Gronau-Münster da in der Luft gehangen. Und der Zug hatte so Angst vor mir, dass er zum Stehen gekommen ist. Und bis irgendwelche Klettereinheiten der Polizei kamen und mich runterholten. Aber wir haben immerhin Etappensieg verbuchen können, zum Beispiel. Das ist für mich dieser kleine Schritt für große Träume in der Politik, was mir auch sagt, ey, das lohnt sich, was zu machen. Aber es gibt viele Denken, die Bescheid wissen, Menschen, die Bescheid wissen, die nachdenken. Und auch wir konnten zum Beispiel den Atommülltransporten von Uranhexafluorid nach Russland ein Ende setzen durch den Protest. Das wurde früher als Wertstoff deklariert, weil man seinen Atommüll nicht exportieren darf. Aber das wurde nicht wieder verwertet, das war noch wieder verwertbar. Und das liegt unter freiem Himmel in Sibirien herum. Und das ist Uranhexafluorid, also wenn die Fässer rosten und ein Leck schlagen, das kann Flusssäure bilden, das ist tödlich. Das ist extrem ätzend. Und da, dass diese Transporte nach Russland fahren, haben wir ein Ende gesetzt. Jetzt bin ich aus Französisch bereit zufrieden. Das fährt jetzt nach Frankreich. Aber als Müll deklariert, der gleiche Stoff. Immerhin, das ist jetzt Müll. Aber es ist zu gefährlich für die Deutschen, deswegen sollen die Franzosen das mal ein bisschen chemisch bearbeiten, bevor es zurückkommt. Das ist die Absurdität des Systems. Also, so Atommüll geht besser über die Grenzen des Menschen leider. Ist leichter. Ja, das ist meine Feststellung. Absurdität ist ja vielleicht auch so ein Wort, was im Grunde die gesamte Arbeit, über die wir hier sprechen, auch beschreiben kann. Ja? Auch die Art des Umgangs mit Flüchtlingen ist ja absurd, oder das, was du gerade beschrieben hast, hat was Absurdes. Da sind wir aber nicht mehr bei Jean-Paul Sartre, sondern bei Albert Camus. So wechseln wir halt die Literaten. Das muss möglich sein, so viel Bewegung muss möglich sein.